In diesem Video erhältst du alle Informationen sowie einen Teil der Patch Notes von Ghost Recon Breakpoint Episode 3. Für ein paar exklusive Neuigkeiten zum Gunsmith bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Abonniere außerdem meinen Kanal, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Das neue Abenteuer in Episode 3 hieß zuvor Transzendenz, wurde jetzt aber in Red Patriot umbenannt. Red Patriot ist aber nicht nur ein neuer Name, sondern Ubisoft verfolgt damit auch einen ganz neuen Grundgedanken, der auf einer Auswertung des Spielerfeedbacks basiert. So soll Red Patriot ein spannenderes Abenteuer für die Spieler geworden sein und besser zur Geschichte passen, die das Entwicklerteam erzählen will. In Red Patriot wirst du von Scott Mitchell, der dir bereits aus früheren Ghost Recon-Teilen bekannt sein dürfte, kontaktiert und erfährst, dass Trey Stone mit den russischen Separatisten von Raven's Rock zusammenarbeitet, die von Major Pyotr Bukharov angeführt werden. Zudem sind die Eliteeinheiten von Raven's Rock keine geringeren als die Bodaks, die früher eine Eliteeinheit der Sowjets waren. Bodak heißt, so viel ich weiß, auf Russisch Wolf. Sie sind also quasi das russische Pendant zu den Wolves. Ihr Plan ist es, mit Hilfe der Drohnentechnologie von Skelltech terroristische Angriffe mit Nervengas auf US-Boden durchzuführen. Das musst du als Spieler natürlich verhindern, indem du alle in Stones Plan verwickelten Männer einen nach dem anderen ausschaltest. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du glaubst, dass du das schaffst. Zwei Missionen dieses neuen Abenteuers sind wie immer inklusive der Belohnungen kostenlos für alle spielbar und der Rest kann mit 1900 Ghost Coins im Ingame-Shop gekauft werden. Das komplette Abenteuer ist natürlich auch im Year One Pass enthalten. Besitzer des Year One Pass können zudem eine Woche vor allen anderen auf die neue Pfadfinderklasse zugreifen und diese ohne den Einsatz von Fähigkeitspunkten freischalten. Zur neuen Pfadfinderklasse und den spezifischen neuen Items habe ich ein extra Video gemacht, das du über den Link in der Videobeschreibung oder über das i oben rechts aufrufen kannst. Wie auch schon zuvor bei Episode 2 können Spieler ohne Episode 3 bei Spielern, die Episode 3 besitzen, mitspielen und so das neue Abenteuer komplett kostenlos erleben, erhalten dann aber keine Belohnungen. Die Episode 3 erscheint übrigens schon am 15. September. Bevor wir zu den genauen Belohnungen des Abenteuers Red Patriot kommen, hier schon mal ein kleiner Ausschnitt der Patch Notes mit einigen der wichtigsten Bugfixes in Episode 3. Wenn dich das nicht interessiert, kannst du auch einfach zum nächsten Abschnitt springen, ich bin dir da nicht böse. Der DMR-Exploit wurde mal wieder gefixt. NPC-Fahrer sollten jetzt auch dann Schaden nehmen, wenn sie von den KI-Kameraden angeschossen werden. Die Forest Tactical Hose sollte jetzt nicht mehr einfach so aus dem Inventar verschwinden, wenn das Spiel neu gestartet wird. Es sollten jetzt außerdem alle Patches auf der Rebel Ballistic Maske korrekt angezeigt werden. Es wurden mehrere Clipping-Probleme bei ausrüstbaren Items behoben. Manchmal waren bei Elite-Fraktionsmissionen viel zu viele Gegner in einer Basis. Das wurde ebenfalls korrigiert. Es sollten jetzt alle Informationen, also Intel, korrekt freigeschaltet werden, wenn Missionen aus Episode 2 abgeschlossen werden. Ruckler und Abstürze in Verbindung mit der Vulkan-API wurden behoben, was mich persönlich sehr freut, denn das waren schon teilweise ganz gewaltige Hänger, die sogar stellenweise ihren Weg in mein Immersive-Mode-Let's Play gefunden haben. Der Laserpunkt vom MAL-DA und vom PEQ-15-Laser wurde auf manchen Oberflächen mit Nachtsicht als fettes schwarzes Quadrat angezeigt. Das wurde behoben. Es wurde ein Problem mit einem Lauf für das M4A1 Assault behoben. Der Laserpunkt bewegt sich jetzt auch dann in die richtige Richtung, wenn man mit einer Waffe schießt, während man die Kamera bewegt. Die Munition der ausgerüsteten Waffe wird jetzt nicht mehr durch einen Neustart des Spiels entfernt. Das eingebaute Visier der AK-12 ist jetzt auch in der Ego-Perspektive korrekt zentriert. Das SLX-5-Visier funktioniert jetzt zudem auch dann korrekt, wenn es auf dem Stoner LMG angebracht ist. Im PvP werden Spieler jetzt nicht mehr unsichtbar. Nachdem Spieler im PvP gestorben sind, kann es jetzt nicht mehr passieren, dass andere Spieler in T-Pose dargestellt werden und dass die Umgebung falsch angezeigt wird. Auf der PvP-Map Stony Creek wurden einige Clipping-Fehler sowie einige Umgebungsfehler behoben. PvP ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn es wurde auch eine neue PvP-Map mit dem Namen Riverbank und zwei neue Missionen, die mit der Pfadfinderklasse zusammenhängen, angekündigt. Nun aber zu den Belohnungen für das Spielen der Missionen aus dem neuen Abenteuer Red Patriot. Als Belohnung wirst du bekommen Kostüme von Pyotr Bukharov, Trey Stone, Claro Gentile und Scott Mitchell.
Außerdem bekommst du die Maske von Claro Gentile und das Oberteil von Scott Mitchell zusätzlich als einzelnes Item. Zudem bekommst du die Bodak-Maske, Bodak-Maske B, Bodak-Maske C, D und E, eine Bodak-Weste, ein Bodak-Chest-Trick, ein Bodak-Shirt, Bodak-Handschuhe, Hosen und Schuhe, eine Bodak-Ausrüstungsweste, ein Bodak-Mantel, ein Raven's Rock-Patch und die Bodak-Ausrüstungsfarbe. Das ist schon ganz schön viel, aber warte, da kommt noch mehr. Es gibt nämlich auch noch Waffen und Fahrzeuge, und zwar eine 553 Scout Sentinel, eine AK-47 Assault Survival und eine Honey Badger, oder zu Deutsch Honigdachs, in Braun. Auf Seite der Fahrzeuge bekommst du einen Raven's Rock Skin für den OFS Helikopter und das MC-1 Restraint Fahrzeug, sowie den Radiation Skin für den Boson Sportwagen. Wow! Es gibt aber auch einige neue Waffen für alle Spieler. In Marias Shop kannst du dir für Scale Credits die Waffen M4A1 CQC, Paladin 9 Sniper Rifle, UMP CQC, ACS-12, FAL oder FAL und die Honey Badger aka Honigdachs kaufen. Als Klassenbelohnung der Pfadfinderklasse gibt es eine M4A1 Scout und in den taktischen Depots kannst du eine AUG Scout sowie eine MK17 Scout finden. Zusätzlich gibt es noch ein paar neue Waffenskins im Echtgeldshop. 416 Assault Custom, M4A1 Scout Custom, 516 Survival, HTI Braun, VHSD2 Sentinel, Tech-50 Wolves, CS-12 Custom und M82 Survival. Bevor ich nun zu den Gunsmith-Änderungen komme, noch einmal meine Bitte. Bitte abonniere meinen Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch. Dadurch erfährst du nicht nur, wenn ich neue Videos hochlade, sondern du hilfst zudem auch noch, meinem Kanal zu wachsen und riesig groß zu werden. Über Kommentare freue ich mich übrigens auch immer. Vielen Dank und nun zum Gunsmith. Mit Episode 3 halten ein paar lang ersehnte Erweiterungen im Gunsmith Einzug, die mehr Freiheit bei der Anpassung der Waffen versprechen. Die wohl größte dieser Erweiterungen ist die Möglichkeit, die Schulterstütze zu ändern. In dieser Tabelle hier siehst du eine Auflistung der Schulterstützen und eine kleine Auswahl dessen, auf welche Waffen sie passen. Bei einigen Waffen, wie zum Beispiel der MK12, IA2, G36 und M4, passen die Schulterstützen zudem auch auf die Waffenvarianten, also Shorty, Assault und Scout. Auf AK-47, AK-74, RU-12SG und SAG-12, jeweils inklusive der Varianten, können die gleichen Schulterstützen montiert werden. Auch bei den Unterlaufgranatwerfern gibt es ein paar Erweiterungen. So ist der GL1 jetzt kompatibel mit Tavor, Tavor Assault, VHSD2, AUG und AUG Assault. Und der GL-GP25 passt jetzt auch auf die AK-47 und die AK-74. Die Unterlaufoptionen wurden ebenfalls stark erweitert. Und zwar wird bei allen Sturmgewehren, Maschinenpistolen und Schrotflinten ein universelles Unterlaufsystem integriert, das es erlaubt, alle Unterlaufoptionen bei allen Waffen aus diesen Kategorien zu verwenden. Die einzige Einschränkung dabei ist die Größe der Picatinny-Schiene unter dem Lauf, die manche Erweiterung bei manchen Waffen nicht halten kann. Bei den Zweibeinen hat Ubisoft eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass auf jeden Fall keine funktionierenden Zweibeine eingebaut werden, was ich persönlich sehr schade finde. Die gute Nachricht ist aber, dass Zweibeine und Entfernungsmesser zu den Tactical-Varianten der M4A1, MPX und Scorpion Evo 3 hinzugefügt wurden und dass die Zweibeine mit den Waffen des 7.62er Kalibers kompatibel gemacht wurden. Letzteres betrifft die Waffen 805 Bren, MK17 und ARX200. Und weil das alles noch nicht genug war, wird es außerdem einen mittleren Lauf für die MP5 und MP5 Division und einen kurzen Lauf für ARX200, Paladin 9 Sniper Rifle, RU-12SG und RU-12SG Assault geben. Da kann ich nur im wahrsten Sinne des Wortes sagen, heiliges Kanonenrohr. Zu guter Letzt gibt es jetzt auch einen Schalldämpfer für die RU-12SG und die Texturen der Schulterstützen wurden verbessert. Ich hoffe, ich habe dich mit diesem Video gut informiert. Wenn ja, abonnier doch bitte meinen Kanal, gib dem Video einen Daumen hoch und schreib mal in die Kommentare, auf was du dich am meisten freust. Ich persönlich freue mich am meisten auf das Red Patriot Abenteuer und auf die Möglichkeit, die Schulterstütze meiner Waffe zu ändern. Schau dir auch gerne hier links mein ausführliches Video zur neuen Pfadfinderklasse oder rechts mein Immersive Mode Let's Play an. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.